Stille. Und damit willkommen zurück zu Dungeon Warfare. Einem schönen Spiel, das aber teilweise mittlerweile schon ein bisschen schwierig wird, muss ich zugeben. Ich sag's ungern, aber es ist nicht ganz so einfach. Ja, wenn ich allein das hier denke, diese Killerkiste mit den... War das mit den Reitern? Ich glaube doch, ne? Nee. Hier waren das Ball weg? Naja, irgendeine war auf jeden Fall das hier, genau. Fügung des Schicksals. Was für ein Kack. Eine richtig unangenehme Karte, das weiß ich noch. Ja, ja. Das mit den Reitern dann, wo sie einfach durchgelatscht sind. Schwierig. Und es wird auch nicht sonst nicht besonders einfach. Man sieht es, überall sind noch diese einfachen Türme, weil die leider... mit einer Rune ist schon schwer genug. Na, man muss halt ganz genau aufpassen, was man da macht. Und gute Fallen sind Gold wert, ihr Gold wert. Ja, zwei neue Karten. Einmal Festung gibt uns die Hexenfalle. Die haben wir das letzte Mal schon mal kurz angeschaut. Und den Schmelztiegel. Starte mit 5 freien Barrikaden. Ja, das sind wieder Karten, wo man den Weg so ein bisschen zubauen muss, damit der Feind irgendwo hinläuft und bearbeitet werden kann. Das hier sieht aus, als ob die Bolzenschussgeräte mal wieder zum Einsatz kommen, oder? Mit schönen langen Gängen, wahrscheinlich gepaart mit in Abgrundziehgeschichten. Ja, ich würde sagen, die Festung, das klingt so ein bisschen, als ob es da oben weitergeht, weil das hier ist das hinterletzte Eck. Wahrscheinlich kommt hier oben... Ist das vielleicht das Ende? Nee, ne? Aber so viel kann eigentlich rein platztechnisch nicht mehr kommen. Festung klingt aber eher so nach der... Weiß nicht, der Festung des Feindes, ne? Ich nehme mal den Schmelztiegel. Ganz, einfach so, weil ich da richtig Bock drauf habe. Endlos, also auch noch gar nicht. Kommen die raus. Hier kommen sie raus, laufen ewig und dann wahrscheinlich durchs Zickzack und würden dann hier runterlaufen. Sehe ich das richtig? Und wieder so eine dümmliche, ja, symmetrische Karte. Warum? Schneidet die doch ab, gib mir das, mach ein bisschen noch einen Zusatzweg dazu und dann haben wir einen Anfang und ein Ende. Wollen wir dann überall die gleichen Viecher rauskommen? Ja, weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Dieses, dass auf beiden Seiten dann Viecher rauskommen, ist irgendwie zwar nett, klar, und weil kommen die Reiter aus dem einen und nicht aus dem anderen. Ich verstehe schon den Sinn und Zweck des Ganzen, aber trotzdem. Was ist das denn? Lauter Feuergeschichte. Aha, also hier muss ich sie offenbar durchlotsen, das bringt eine Menge. Und sie kommen von rechts oben, gehen nach links unten und umgekehrt. Okay, was zur Hölle? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also noch kommen sie nicht, erstmal kommen sie von dort. Ja. Oder sollen wir da... Moment, sollen wir da vielleicht so einen Rundkreis machen? Auf der anderen Seite... Laufen sie einfach nur außen rum. Aha. Ja, ja gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also ich muss mit vielen Barrikaden arbeiten. Achso, deswegen gibt es hier unüberwindliche Barrikaden. Aha. Und sie laufen hier einfach runter. Und hier werden sie geschrottet. Logisch. Es gibt zu viele Möglichkeiten, zu viele Wege. Ich habe kein klares Bild gerade vor Augen. So, sie laufen einfach hier runter. Was ist, wenn ich da einfach dicht machen würde? Dann müssen sie durchs Zickzack-Labyrinth mit Flammen, Feuerflammen und allem. Und die müsste ich dann hier erstmal runter bekommen, richtig? Was wäre denn, wenn ich das hier runter machen würde? Genau, dann würden sie runterlatschen und schön im Zickzack. Und ganz hier unten würden sie auch nochmal aufs Maul bekommen. Ja, das heißt, ich muss auf jeden Fall günstige Barrikaden haben. Aber sonst, was kann ich sonst eigentlich machen? Reinzupfen kann ich sie hier unten. Und was machen die dann da drüben? Und dann laufen sie einfach nur schräg durch. Die haben gar keinen Bock drauf. Ach ja, weil der Eingang hier ist. Hier ist er oben, da ist er unten. Ich verstehe. Also wenn ich das so machen würde, dann laufen sie oben rum. Ja, selbstverständlich. Und wenn ich das hier hinbaue, dann das hier verkaufe, dann laufen sie wieder oben rum, ganz genau. Oder zumindest teilweise. Jetzt laufen sie querfeld ein.
Und laufen dann da runter. Ja, schwierig. Wäre natürlich nett, wenn sie generell da unten lang latschen würden. Auch die hier. Allerdings könnte ich hier dann... Ja, dann hätte ich es auf zwei Ebenen. Hier könnte ich sie dann mittendrin einfach mal aus dem Spiel nehmen. Und sie hier reinzupfen. Hier dann wieder nach oben und unten hin katapultieren. Die Gegner. Wäre auch eine Idee. Achso, ich habe noch die... Ich habe die komplett falschen... Waffen, wollte ich schon sagen. Aber wo feuern die denn? Die feuern nach unten, richtig? Die Öffnung ist nach unten. Also entweder... Kann ich die verkaufen? Ja, kann ich. Und so laufen sie einfach durch und es passiert wahrscheinlich nichts. Oder schießen die nach unten? Ich verstehe nicht ganz, in welche Richtung die feuern. Das hier, Dartfalle, ja. Feuerdarts. Hohe Feuerrate. Wie soll ich denn noch drin? Also die Fallen sind alles... ist alles Quatsch. Alles kompletter Quatsch. Verkaufen. Ach komm, wir starten einfach mal und gucken, was passiert. Wir werden sie dann überfahren. Aha, wie ich es mir dachte, die Mitte ist es. Nehmen hier also überall Schaden. So, doppelten Schaden. Hier werden sie reingezogen. Ja, ja. Lass das. So, schön wegziehen, bitte. Danke. So, hier können wir so mal ein bisschen aufhalten. Das können wir dann spaßhalber auch nochmal machen. Und hier Schaden, wenn sie vorbeilaufen. Ja, so ein bisschen, ne? Also richtig toll ist das irgendwie nicht. So, Bomben vielleicht mal. Ja, versuchen wir mal mit dem zu arbeiten, was wir haben. Wann kommt, ab der dritten Welle kommen sie auch oben mit Reitern. Ja, wie nett. Das ist natürlich, das ist ja schon mal toll. Ach so. Schön wegziehen hinten. Okay, das heißt, dann müssen wir das hier wahrscheinlich auch machen. Gerade wenn die Reiter kommen, wird es unangenehm. Reiter, Reiter. Hoppe, hoppe. Reiter mal nach oben und unten katapultieren. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, hier können wir es auch nochmal aufhalten mit der Klingelgeschichte, oder? Bringt das viel? Eigentlich überhaupt nicht, ne. Ja, komm, mach mal den Adligen weg. Wir brauchen mal die Kohle. So, und hier letztlich werden sie auch nochmal durchrennen. Das wird wahrscheinlich nicht so gut, ja. Ist ein bisschen kurz, der Weg. Vielleicht hier dann nochmal eine günstige Kiste. Ja, ich höre sie schon. Ja, das ist natürlich hervorragend. Jetzt habe ich die quasi schlechter gemacht. Jetzt kommt wenigstens das Feuer, das ist auch schon mal was. Verlangsamen könnte ich sie spaßhalber mal da drin, oder? Kosten ja nicht unbedingt die Welt. Geben wir einfach ein bisschen Geld dafür aus. So. Hier bitte mal die Sprengung einleiten. Läuft. Gut. Das heißt, sie müssen sie hier längs. Also werden sie hier weggezogen. Ja, wenn sie verlangsamt, dann nehmen dann Schaden. Ja. Notfalls. Sprengfallen hier unten. Dann, was bräuchten wir noch? Ich würde sagen, weiteres reinziehen. So, bitte mal kurz Feuer. Eine Bombe. Die könnte ich ja verbessern. Das heißt, wenn ich die eine Seite schneller mache als die andere, kommen die vielleicht versetzt vom Schaden her. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir das mal. So, jetzt kommen da dicke Jungs. Das ist schlecht. Machen wir es hier auch mal. Gut. Weiter im Text. Falls sie hier durchrennen, kommt die Bombe. So, viele kleine, die hier durchlaufen und Schaden nehmen. Die
Wir können sie weg. Katapultiert. Alles klar. 1100. Können wir wenigstens... Ja, jetzt rennen die natürlich durch. Das ist nicht so gut. So, die Bombe ist aktiviert worden. Läuft. Hier haben wir ein bisschen was zum Schreddern. Da eigentlich auch. Aber jetzt kommen wahrscheinlich einige durch, oder? Komm, wir schubsen. Das ist nicht so gut gerade. Das ist sogar ziemlich ungut. Lass jetzt mal schön... schön in Ruhe, bitte. So, hier wird mehr... wir brauchen mehr Feuer. Wir machen so ein bisschen mit, aber nicht so richtig. Oh je. Die dürfen nicht durchkommen, wenn es recht ist. Und sprengen. Bam! So wenig Kohle gab das nur. So ein schlechter Witz. Oh je, hier kommen auch ein paar dicke Jungs. So, das ist erstmal sicher. Gut, die müssen hier nochmal durch das komplette Ding marschieren. Das hier kommt ruhig. Ja, kann man nicht aufbessern. Ich habe leider die Werte nicht mehr. So, das Feuer wird schon richten. Mehr Feuer bitte. Was haben wir hier noch? Noch schneller. Ja, noch mehr Feuer bitte. Das hier bitte sprengen. Wir dürfen hier nicht durch. Die Abkürzung nehmen. Nein. Geht mal schön oben lang. Oh oh. Ja, unten brauche ich halt leider keinen Schaden mehr. Die müssen ja einfach nur wegkatapultiert werden, wenn es recht ist. Noch sieht's gut aus. Hier kommt ein Boiler. Das hört mir auf. Ja, kann leider nichts machen. Verdammt. So, dass man auf einem höheren Level. Oh oh. Könnte funktionieren. So, was ist, wenn ich das hier verkaufe und stattdessen mal so ein... statt Verlangsamung machen wir hier die Klingenwaffen. Jetzt sind sie länger hier beschäftigt. Das Feuer wirkt noch ein bisschen nach. Mittendrin. Die Bombe. Schwierig. Oh oh, oh oh. Falls das durchkommt, wird es weggezogen in diese Flammen. Ah, reicht natürlich wieder nicht. So, mehr Schaden. Oh je. Bomben. Das ist aber auch laut. Bam. Ach hey, aber zumindest habe ich keine... Ah doch, hier habe ich Blockaden. Barrikaden. Oh oh. Lassen Sie das bitte sein. So, von links oben kommt nicht so viel, aber hier ist halt alles zugeschissen. Weg. Zack. Oh oh. Noch mehr katapultieren. Zack, das muss weg, das Zeug. Ah, der kommt schon nicht durch. Eine exzellente Killstreak. Boah. Bam. Alles klar. Kinderspiel. Junge, Junge. Und das mit eigentlich den falschen Waffen. Junge, Junge, das war echt laut. Sie haben 20 Edelsteine als Bonus für das Meistern dieses Levels erhalten. Ja, 121.000. Reicht das für ein Level-Up? Wäre auf jeden Fall super. Nee. Die Hälfte. Fehlen noch immer 34.000. Hm. Ja, ich würde fast sagen, wir versuchen uns mal an der Festung, oder? Festung, ja, ja. Schaltet frei Hexenfalle. Also da wird es auf jeden Fall noch ein paar Level geben, wenn es die... Hexenfalle so spät gibt. Was sind die Hexen? Vielleicht sowas wie Liche? Verlangsamen sie vielleicht alle um sich herum? Ich habe keine Ahnung.
Okay, was gibt's hier zu tun? Genau, haben wir schon eruiert. Heißt, wir müssen auf jeden Fall den Weg verlängern. Heißt eigentlich nichts Gutes, weiß nichts Gutes, ja. Also hier wären die vielleicht gar nicht mal so schlecht jetzt. Das heißt, wir nehmen die mal raus. Okay. Was für Fallen hätten wir denn gerne? Also mit Feuer können wir auf jeden Fall auch wieder arbeiten. Ist halt schweineteuer. So können wir sie aufhalten, die Gegner. Schubsung wird deaktiviert. Genau, Bolzen. Wir können aber mit den Bolzenschussgeräten wieder arbeiten, weil wir lange Strecken haben. Aber das mal. Schadensbonus wird damit erhöht, ja. Hiermit können wir nicht so viel anfangen. Schadensbonus immer weiter. Boah, auf 72% mittlerweile. Alles klar. So, was noch? Die Reinziehen haben wir, glaube ich, auch gehabt, ne? Feuer. Angucken und mit denen dann fertig machen und das hier als letzte Instanz, oder? Reicht das? Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, ich mach das mal zurück. Das ist nur einmal verbessert. Ich verbessere die ja sowieso nicht. Die Abklingzeit, ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie denke ich mal, haben wir mehr davon, wenn wir günstiger die Kollegen herstellen können. Andererseits aufhalten die Gegner eigentlich schon. Welche Waffen nehmen wir denn? Was nehmen wir denn mit? Ich hätte irgendwie, glaube ich, bin mal krass und versuche das zu halten, oder? Versuche einfach mal das zu halten und mit Bolzenschussgeräten und den Dämonen versuchen wir die Türe sonst aufzuhalten. Und sie wird dann nochmal, genau, für 1,5 Sekunden wird es immun bleiben. Okay, okay, okay. Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Das hier sind die den Gang entlang feuern. Ah ja, mit denen wollte ich auch arbeiten. So, aber die, nee, die sind billiger. Die sind sehr viel günstiger, die Dämonen. Ja, komm. Egal. Machen wir es so. Einfach mal von allem etwas. So, Verlangsamung kann raus. Heißt, wir brauchen auch den Schubser nicht mehr. Obwohl, ich kann den auch reinpacken. Dämonen auf 15. Feuer. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Bolzenschussgeräte. Nehmen wir die hier raus. Zack. Bolzen. Läuft, oder? Und die Reparatur. Repariert Barrikaden oder Türen vollständig. Okay, wir versuchen unser Glück. Haben leider keine für Umme. Heißt, ich nehme mal an, dass das hier eine gute Idee ist. Ja, wieder Symmetrie. Toll. Laufen die? Ja, sie laufen direkt durch. Heißt, war mir so klar. Jetzt muss ich nämlich da oben wieder ran. Und die laufen jetzt wo? Lang hier oben. Das ist auch nicht richtig. So, jetzt müssen sie unten lang. Da werden sie aber wahrscheinlich angreifen, aber zum Glück haben wir ja das Reparaturset und die sind auf Stufe. Ah, nur auf Stufe 10. Shit. Feuert nach oben. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht wieder so richtig. Richtig, richtig. Bolzenschussgeräte, die hätte ich nämlich gerne. Aha, können wir ja nach unten feuern lassen. Also, wir müssen. Es spielt sich alles hier oben ab. Alles klar. Heißt, die zuerst mal schön nach unten feuern. Hier kriegen sie direkt zu Beginn mal eine gelangt. Ja. Moment, das natürlich. Schießt das von unten? Reicht das? Moment, ganz kurz mal schauen. Könnte ich denn. Ja, das ist noch besser. Machen wir das so. Das heißt, sobald sie oben reinkommen, zack. So, und dann ein paar können wir schon mal rausziehen vorab. Genau. Und hier könnten wir eigentlich doch nochmal schubsen. Verdammt. Da brauche ich das Feuer nicht. Da brauche ich die Schubsung und sonstiges. Zwei, die Schaden machen. Vorher werden sie rausgeholt. Nee, ist irgendwie alles nicht so. Nicht das Gelbe vom Ei. Und hier muss man gucken, dass wir hier noch Bolzenschussgeräte hinsetzen können.
Gut. Und weg bist du. Gut, das wird gleich direkt Kohle. Das ist gut. Gleich direkt. Hier bräuchten wir dann... Ja, wir können auch einen Fleischwolf da hinsetzen. Den Mondportal. Also das muss auf jeden Fall halten. Die kommen aus beiden Richtungen, ja. Und werden sich in der Mitte werden sie sich sammeln. Das heißt... was mache ich mit den Dämonen? Einen davor und einen direkt an die Tür vielleicht, dass wir hier so ein Bollwerk haben und dann von den Seiten mit reingerotzt. Oder hier von links und rechts und hier in der Mitte sind wir. So vielleicht. Na, vielleicht. Mal schauen. Oder man lässt sie nochmal hier oben lang. Ja. Müssen mal schauen. Wie wir das am sinnlosesten machen. Auf der anderen Seite. Sprungdinger, ja. Ich könnte auch. Wieso kommt hier nichts? Na komm, machen wir das doch. Das wird schon, das wird schon. Kohle kriegen wir so auch. Ich hätte aber gerne auf der anderen Seite auch noch das Bolzenschussgewehr. Gerät. Ja, da machen wir mehr davon. Wir tackern einfach den Weg mit harten, wenigen Fallen zu. Welle 4 heißt Reiter. Shit. Heißt, wir müssen die tatsächlich so ein bisschen aufhalten. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? So, wie viele Reiter sind's? Zwei Reiter bei Eingang 2. Das heißt, hier kommen die Reiter raus, werden erstmal weggezupft und in den Abgrund hoffentlich direkt gezogen. Gut, dann sind die schon mal weg. Mal schauen noch, wie die auf die Bolzenschussgeräte reagieren. 4 Reiter, 5 Reiter, jetzt kommen oben auch noch Reiter, 5 und 5. Ah. Welle 4, oh. Als nächstes kommen Krieger und Adlige, das ist noch günstig, da können wir Kohle noch verdienen. Und dann kommen Reiter, Krieger, Adlige. Wandersmann. Wo sind die Sprengmeister? Hier sind die Zwerge, ne? Ja, bis Stufe 9 kommt nichts dergleichen. Das ist doch schon mal nett. So, jetzt kommen die Reiter, oder? Ne, Adlige und Krieger jetzt auf der anderen Seite. Gut, wissen wir, was an Kohle haben wir? Ja, vielleicht hätte ich hier eine Goldfalle hinsetzen sollen. Oder Feuer, genau. Komm, machen wir die Feuergeschichte. Das können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Machen wir da drüben auch nochmal schön symmetrisch natürlich wieder. 800, ja. Famia. Komm, Turbo aktivieren. So spannend ist das jetzt hier nicht. Da kommt ja nichts raus, was irgendeinen Sinn ergibt. So, jetzt kommen die beiden Reiter. Auf beiden Seiten kommen Reiter. Wo sind die Adligen? Ja, ich habe die Zeit jetzt nicht schneller laufen lassen, weil... Dass sonst Probleme gibt, aber die geben eh nicht die Kohlen. So. Seid ihr aufgeladen? Tschack, tschack. Klingt gut. Jetzt kommen die Reiter. Werden rausgezogen und erschossen. Bam. So ist fein. Gut. Jetzt kommt da drüben die Kollegen raus. Adliger Wandersmann. Oh ne, Diebe Eingang 2. Ei, das ist nicht gut. Hier kommen viele Diebe. Kommen Diebe, okay. Was machen wir da? Ich würde sagen, Schaden pro Bolzen. Die können auch dann schneller schießen, war das nicht so? Schaden pro Bolzen, als weiterfeuern. Feuert 5 Bolzen. Gut. Noch mehr ist leider nicht. Gut. Machen wir das mal so. Natürlich wäre es sinnvoller, wenn ich, ne, nachdem es geschossen hat, uns dann verbessere. Dann bringt das schon ein bisschen mehr. So, Feuer, das nützt nicht so viel. Die werden auf jeden Fall durchmarschieren. Eventuell hätten sie einfach... Ach, na wo? Also erstmal kommen Adlige, dass es mehr Kohle gibt. Und Wandersmänner, wo sind die Diebe? Uns wurden doch Diebe versprochen, wo sind die denn?
Nun gut. Da sind sie. So, Feuer bitte. Direkt die nächste Fuhre. So ist gut. Gleich weiter. Immer weiter, immer weiter. Wir haben keinen Bock auf... Naja, zu wenig Feuer zumindest. So, mehr Feuer. Geht hier eigentlich gut Kohle? Ja, so ein bisschen schon, oder? 10 Goldstücke, ja. Kann man mal machen. So, jetzt kommen wieder Reiter. Reiter, Priester und Ritter. Schlecht. Reiter. Ja, ich hab eh keine Kohlen. Jetzt müssen wir uns auf die... Jawohl, die harten Bolzenschussgeräte verlassen. Ich glaube, das... Das ist ohnehin eine gute Idee. So, her damit. Zack, direkt eine mit dem Bolzenschussgerät. Das gefällt mir. Ja, aber ich brauche mehr. Das war klar. Nicht durch... nicht durchlaufen. Nicht durchlaufen, nein. Hier spawnt mal da oben, wenn es recht ist. Ja, das war schon mal wieder unendlich schlecht. Das ist nicht gut. Das machen wir so nicht. Nee, nee, nee. Hier müssen wir viel mehr Schaden machen. Plus 1 Schaden pro Bolzen. Ja. Jetzt kommt das nächste. Viele Reiter. Reiter, Druide. Oh, 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 oh. Verdammt, was machen wir da? Wie wär's denn mit... Mit so einem Klingending? Ja, da kann ich sie nicht schubsen. Schwierig. Komm, günstig mal so ein paar Wegziehende. Was können wir hier machen? Flammen die Chance, auf andere überzuspringen. Feuert länger. Ich würde sagen, länger feuern ist besser. So, feuert bitte länger, damit es länger Schaden macht. So, die nächsten 220 werden in einen weiteren Harpunen, eine Harpunenfalle investiert. Was kommt jetzt? Reiter. Viele Reiter verderben den Brei. Halt, ihr! Ah, natürlich. Hier müssen die hin. So, das ist gut. Die müssen bitte zuerst eliminiert werden. Perfekt. So, hier werden sie reingezogen. Hier müsst ihr das eigentlich auch nochmal machen. Schubsen wäre schön. 650. Machen wir Katapulte? Ne, machen wir nicht, weil wir hier nichts bauen können. Alles klar, dann lassen wir das. Hm. Okay, 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 okay. Was ist das? Ach ja, die sind ja feuerimmun. Diese komischen Druiden. Feuerimmun. Ja. Ich könnte auch günstig ein paar Dartfallen bauen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Dem geht's so gut, macht nichts. Wird schon aussortiert. Feuer bitte. Sehr schön. Läuft. Okay. Das bitte nicht nochmal machen. Zack. Das bitte nicht nochmal. Okay. Wurde nicht alles weggezogen. 226 machen wir das mal so. Okay, die ziehen alles an. Kommen die dümmlichen Diebe schon wieder. Sehr schön. Entfernt. Jetzt kommt das nächste. Adlige aus dem Eingang und erfahrene Krieger. Adlige und erfahrene Krieger. Ja, das heißt, am besten mit mehr Elan an die Sache rangehen. Ne, das ist besser. Wir machen lieber mehr Bolzenschussgeräte. Der wird jetzt hoffentlich direkt weggezogen. Noch besser direkt vernichtet. Alles klar. Erfahrene Krieger. Dann wollen wir mal. Genau. Erstmal ein bisschen Kohle, auch nicht schlecht. Sie kommen nur von dort. Als nächstes kommen 5 Reiter von rechts und links kommt die ganze Truppe. Ach ja, da sind sie. Zwerge. Ab 12 kommen die Zwerge. Alles klar. Und was gibt das, wenn es fertig ist? Lass das mal sein, bitte. Lass das mal bitte sein. So, Reiter und Reiter und erfahrene Krieger in einer riesen Armee. Oh oh. Oh oh.
So, hier helfen wir mal ganz kurz ein bisschen aus. So, die kommen hoffentlich nicht so weit. Ja, sehr schön, werden aufgehalten und brennen noch so ein bisschen. Das ist schlecht, die rennen mich jetzt hier durch. Oder auch nicht. So. Gut, das hätten wir auch. Jetzt müssen wir gucken, dass die hier nicht auf dumme Ideen kommen. Wie wäre das denn? Ein bisschen wegkatapultiert. Fleischwolf, falls das durchkommt. Mache ich auf beiden Seiten mal spaßhalber. 430. Was kommt jetzt? Ach, die Sprenger sind bei 12 dran. Viermal Zwerg auf beiden Seiten. Viermal Zwerger. Wir haben ja zum Glück die Reparatur. Ich habe die Tür nicht repariert, ne? Ja, ich habe die Tür nicht repariert. Das ist nicht so gut. Frage ist, rennen sie nach oben? Wenn beide auf beiden Seiten kommen, ist das nicht gut. Das ist sogar schlecht. Jetzt kommen sie von beiden zu... Oh Gott, aber massiv. Alles klar. Was sind das für Viecher? Schwere Rüstung sind auch noch mit am Start. Schwere Rüstung, Wandersmann. 15 Reiter. Oh oh, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Viele, viele Reiter. Hoppe, hoppe. Und so weiter. Reiter, Reiter, Reiter. Ja. Ich würde sagen, wir halten die Feinde mal so ein bisschen auf. Zumindest so, dass die... Genau, das ist besser. Verdammt, habe ich ihn falsch gesetzt? Egal. So, zwei oben. Hier können wir noch ein Bolzenschussgerät nach Osten brauchen. Ja, da kommen sie. Ja, sauber, sie gehen nicht nach oben. Also habe ich ein Reparaturset, das ich überhaupt gar nicht gebraucht habe. Das ist natürlich toll. Und es kommen noch mehr Reiter. Vielleicht mal auf der Ostseite. Ich habe so einen leichten Drang, mich immer nach Westen statt nach Osten oder die linke Seite, mich darum zu kümmern. Okay, länger aufhalten ist, glaube ich, auch ganz gut. Erstmal hier am Anfang vielleicht. Ja, machen wir das mal so. Einfach ein bisschen Zeitspiel. Dass wir nicht so schnell durchkommen, weil jetzt kommen 20 Reiter. Aha. Gut, die laufen durch, dann sind zumindest die Barrikaden sicher. Okay, jetzt muss ich überlegen. Soll ich weitere... Oh je, Schredder machen? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier durchkommt. Mehr Feuer wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh Mann, das reinste Chaos. 800 hätte ich gerne noch, ja, ja. So. Mehr Feuer, bitte. 430, okay. Halbwegs gut, was hier gerade passiert. So, die kämpfen noch fleißig. Oben wird alles weggezupft. Schön. Okay, wir haben es. Wir haben es. Die sind leider kein Hindernis mehr. Was heißt leider? Zum Glück. Ja, knapp. Knapp war es ein paar Mal, muss ich zugeben. Bei dir gegen Ende. Okay, 100.000 reicht. Hexenfall. Ach, die verwandelt bestimmt die Feinde in süße Hexen. Ach, ich hätte das hier schon einsetzen sollen, oder? Ach, ich verstehe. Dann sind sie Fröschchen, werden überfahren. Ach, das ist ja geil. Was sehen wir da? Edelsteine, Level Up? Ja, ja, hat gerade gereicht, oder wie? Ja, Edelsteinbonus. Na gut, gerade so, nicht unbedingt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wir brauchen sehr viele Erfahrungspunkte. Labyrinth. Okay. Was macht die Falle? Das würde ich gerne noch wissen.
Moment, ich hab doch die. Ach, das ist eine eigene Falle. Kein Bonus. Hexenfalle. Was tut es? Moment, ich wähle mal irgendeine Karte aus. Wir gehen Spaß, aber nochmal in den Schmelzsiegel. Ja, ja. Ich möchte mir wissen, was die Falle macht. Einfach nur. Wähle deine Fallen. So, was tut es? Verwandelt eine Einheit in einen riesigen Frosch. Krass. Tatsache. Ich verstehe. Oh, schweineteuer ist das Ding. Das hätten wir gebraucht, dann wären sie wahrscheinlich von den Loren überfahren worden. Und dann hätte ich mir die ganze Arbeit sparen können hier mit Bolzenschussgeräten. Dann wären sie entweder in den Abgrund gefallen, genau so. Oder der Wagen hätte sie überfahren. Ich verstehe. Das ist ja spannend. Tja, gut. Aber wir haben wieder eine... Also mittlerweile wirklich eine Karte pro Dings, oder? Ja, pro Folge. Das wird nicht schneller. Aber ich denke mal, viel Platz haben wir hier nicht mehr. Wir nähern uns so langsam mit kleinen oder großen Zügen, sag ich mal, dem Ende. Dem bitteren, grausamen Ende. Natürlich könnte man noch die ganzen alten Sachen mal wieder machen und dann mit irgendwelchen Runen arbeiten und hier irgendwelche Erfolge freischalten, Errungenschaften überstehen. Aber man kann es auch lassen. Solange wir noch durchkommen, ist es ja völlig in Ordnung. Wir haben wieder 40, 44 Punkte bekommen. Ach ja, ist das immer der Level? Ist das der Level in Edelstein? Kann das sein? Weil wir haben 44, glaube ich, bekommen. Nie drauf geachtet, kann sein. Ja, wie gesagt, Labyrinth als nächstes. Ja, passt ja irgendwie ins Bild. Ne? Bauen wir ja ständig hier und sind ständig in irgendwelchen Labyrinthen unterwegs. Und hier müssen wir ein Labyrinth wahrscheinlich bauen. Interessant, da können wir wirklich alles gebrauchen. Schubsen, blockieren, schmeißen, ziehen, verbrennen, etc. Aber zumindest mal keine dümmliche Karte mit mehreren Eingängen, sondern einfach nur von A nach B und wir müssen sie alle aufhalten. Und ich sehe schon, wahrscheinlich müssen wir ganz außen rum dafür sorgen, dass sie nicht einfach nur einmal im Kreis laufen und dann direkt, oder im Viereck rum und dann direkt zum Ausgang. Also müssen wir sie schön in den, ja, ins Labyrinth zwingen. Wir müssen mit vielen Barrikaden ein Labyrinth bauen. Na, ja, ich bin gespannt. Beim nächsten Mal geht's mehr. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Dungeon Warfare. Bis dahin. Ciao, ciao.